herrscht tropische Hitze. Wir schwitzen mega, obwohl 8 Uhr am Morgen ist. Wir sind in der Marquesas Ajo. Marquesas sind nicht etwa Trauminseln, wie man sich das bei Bora Bora vorstellt, mit weissem Sandstrand und glasklarem Wasser, sondern vielmehr Oasen mitten im Pazifik. Und die Oase ist tatsächlich extrem grün und es blüht und es wächst hier. Auf diesen Inseln wächst wirklich so ziemlich alles, was für einen perfekten Fruchtsalat braucht. Ein Litschi-Baum, da kommt gerade ein Bananenbaum. Man hat eigentlich wirklich alles, was man begehrt an Früchten. Also so sieht so ein typisches Dorf aus, natürlich ohne die Loredana. Das sind meistens nur ein paar hundert Leute, die hier wohnen. Es gibt einen kleinen Shop, wo man so ziemlich alles bekommt. Dann hat es vielleicht noch, wenn man Glück hat, ein kleines Kaffee, das Internet zur Verfügung gestellt. Das wäre es dann etwa gewesen mit diesem Dorf. Eine Kirche natürlich noch. Die Marquesas sind mega mystisch, vor allem wenn das Wetter nicht so gut ist, man durchs Dorf läuft und die Wolken so tief über den Bergen hat. Die Leute hier sind aber so freundlich, dass man eigentlich immer mit einem guten Gefühl wieder geht. Wie freundlich sind sie? Sie reden zwar nur Französisch, aber es ist auch gleich, wenn du sie nur halbpatzig verstehst. Sie erzählen dir ihre ganze Lebensgeschichte, haben Freude, dass sie mal mit jemandem reden können. Und was sie vor allem Freude daran haben, ist an Klatsch und Tratsch. Wenn du irgendetwas Spannendes zu erzählen hast, haben sie eine riesen Freude auf dich.